Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten. Ja, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, eigentlich betrifft es, glaube ich, fast jeden, egal welchen Alters, aber wir haben alle in der Schule rauf und runter wurde uns eingebimst. Wir haben ewige Schuld gegenüber dem jüdischen Volk. Wir haben ewige Schuld gegenüber dem russischen Volk, gegenüber dem Land Russland, aber auch gegen eigentlich alle anderen Länder, die wir als Deutsche überfallen haben. Ja, aber speziell natürlich Russland hat den größten Blutzoll bezahlt in diesem Krieg, in diesem Zweiten Weltkrieg an Menschen. Schätzungen von 27 Millionen Militär- und Zivilangehörige. Gibt auch Schätzungen mit mehr Angaben, mit noch höheren Zahlen. Das ist dann auch irgendwo dann nicht mehr nachzuprüfen, aber ich kann mich gut erinnern, wie uns das im Münchner Gymnasium eingebimst wurde. Ja. Auch die Russen, natürlich die Juden sowieso, und, aber eben auch das russische Opfer, was gebracht wurde, beziehungsweise die Gräueltaten der deutschen Wehrmacht, der Vernichtungskrieg, die alle diese Begriffe wurden uns ja eingebimst. Scheint aber alles irgendwie nicht mehr so richtig zu gelten. Ja. Wir haben hier Annalena Baerbock und es ist wirklich unglaublich, dass diese Frau Chefdiplomatin eines Landes wie Deutschland ist. Das ist wirklich, allein diese Tatsache zeigt mir, dass dieses Land derzeit auf einem absoluten Tiefpunkt steht. Und vielleicht geht es noch ein Stückchen weiter runter, aber irgendwann ist dann schon eine Talsohle erreicht und dann gibt es die gute Nachricht, dann geht es auch irgendwann wieder aufwärts. So versuche ich das für mich zurechtzulegen, aber das ist so ein Symbol, die Frau, für die komplette Unfähigkeit, komplette Inkompetenz und absolut auch dieses von sich selbst so überzeugt sein, ja, dass es echt schon wehtut, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich schwer zu ertragen. Ich blende mal kurz diesen Ausschnitt ein, der im Europarat entstanden ist gestern. Ich kann leider jetzt nicht hier sagen, auf welche Frage oder auf welche Äußerung sie da geantwortet hat. Aber sie hat hier einen klaren Satz gesagt. Ja, ich sagte mal, bevor wir den Ausschnitt abspielen, wir kämpfen in einem Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Dankeschön. Bitte schaut euch mal das kurz an. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Zu beachten ist hierbei auch vor allem, wie gesagt, diese Attitüde. Ja, ich finde es unerträglich. Ich finde es wirklich hammerhart, dass so jemand wirklich sich überhaupt Diplomat nennen darf. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Frau hat ein Ministerium unter sich. Ja, da wurde ja auch schon an den Anforderungen für Nachwuchsdiplomaten kräftig rumgeschraubt, und zwar nach unten, andere Schwerpunkte gelegt, auch wieder damals, wie damals beim grünen Außenminister Fischer, Visa-Geschichten und so weiter, die wir gar nicht mitbekommen und nicht so richtig. Ja, das ist unsere oberste Repräsentantin unseres Landes im Ausland, die solche Dinge raushaut. Die völkerrechtlich ist es übrigens natürlich schon geklärt, die Völkerrechtlerin Annalena Baerbock, oh mein Gott, ehrlich, das ist... Nein, sie ist keine Völkerrechtlerin und ist es auch nie gewesen. Aber da wurde gleich mal schon mal im vorauseilenden Gehorsam mitgeteilt, ja, nee, das ist keine Kriegserklärung an Russland, sie hat gar nicht die Kompetenz, kann gar nicht einen Krieg erklären, verfassungsmäßig, bla bla bla. Wollen wir mal hoffen, dass der Russe in Person von Wladimir Putin, Vlad, der Pfähler, tatsächlich das auch ähnlich sieht, dass das ja gar nicht verfassungsmäßig, gar nicht gültig ist, rechtlich, völkerrechtlich keine Bindung hat und gar keine Bedeutung hat. Also mit anderen Worten, kann jetzt Frau Baerbock kann vor sich hin plappern, was sie will. Das wäre ja dann der Umkehrschluss. Geschichte wiederholt sich nicht, aber wir haben hier einen Ausschnitt vom Völkischen Beobachter vom 24. Juni 1941 und nur für die, die es jetzt noch nicht ganz vom Datum her auf dem Sender haben, am 22., zwei Tage vorher, am 22. Juni 1941 ist die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschiert, hat das Land überfallen, angegriffen. Ja. Und das ist ja unstrittig, Europa in einiger Front gegen Moskau. Die Länder des Kontinents anerkennen Deutschlands historischen Auftrag.
eigener Bericht des Völkischen Beobachters, Europa in einiger Front gegen Moskau. Also die könnte jetzt auch die Schlagzeile alleine, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Worte, könnten durchaus jetzt heute auch in der Bild-Zeitung stehen. Europa in einiger Front gegen Moskau. Also halte ich jetzt wirklich, es fühlt sich schon so ähnlich an. Man muss aber auch jetzt in Deutschland hier ziemlich aufpassen. Das ist irgendwie untergegangen, weil es gibt ein Urteil in Berlin. Die Nachdenkseiten haben das aufgegriffen. Ich verlinke das auch hier unten in der Beschreibung. Skandalurteil in Berlin. Amtsgericht verurteilt Friedensaktivisten wegen Rede, nie wieder Krieg gegen Russland. Das Berliner Amtsgericht hat den bekannten Berliner Friedensaktivisten Heiner Bücker zu einer vierstelligen Geld- oder Ersatz einer 40-tägigen Haftstrafe verurteilt. Sein Vergehen: Er hatte bei einer Rede anlässlich des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 2022 erklärt, man müsse offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen. Diese Aussage, so die Begründung im Strafbefehl, billige den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine und hätte das Potenzial, das Vertrauen, und das ist eine schöne Begründung, in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuhetzen. Also das sind aber schon sehr, sehr weiche Begriffe, ganz schwer messbar. Und ich dachte, dass Jura schon irgendwie, wenn man so sagen will, irgendwie schon auch eine exakte Wissenschaft sein soll. Ja? Eine rechtsstaatliche Farce, die von der verbrieften Rede- und Meinungsfreiheit nur noch Trümmer übrig lässt, schreiben die Nachdenkseiten. Pointe an der Geschichte ist noch, dass Heiner Bücker seit Jahrzehnten das Co-op Anti-War-Café in Berlin-Mitte, ein Treffpunkt für linke Friedensaktivisten und lateinamerikanische Soli-Gruppen, betreibt. Zudem engagiert er sich in der Friedensbewegung sowie bei der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen. In dieser Rede, ich kann auch den, die ist übrigens auf YouTube, die kann ich auch noch verlinken, in welcher einen historischen Bogen vom Vernichtungskrieg der Wehrmacht gegen die UdSSR bis zum Ukraine-Krieg spannte und angesichts von über 20 Millionen getöteten Sowjetbürgern auf die besondere Verantwortung Deutschlands verwies, sowie zu einer gedeihlichen, vernünftigen und friedlichen Nachbarschaft mit Russland in Europa aufrief. Zudem betonte er in diesem Zusammenhang: Nie wieder dürfen wir als Deutsche an einem Krieg gegen Russland in irgendeiner Form beteiligt sein. Also das, was ich am Anfang gesagt hatte, ewige Schuld und Zurückhaltung und so weiter. 4 Monate später, im Oktober, erhielt der Friedensaktivist ein Schreiben vom Landeskriminalamt Berlin. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen Belohnung und Billigung von Straftaten nach § 140 Strafgesetzbuch eingeleitet worden, welches mit einer Geldfreiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden könne. Angezeigt wurde übrigens von einem Berliner Rechtsanwalt. Und Verurteilung wegen Billigung von Straftaten nach § 140 Strafgesetzbuch. 3 Monate später erging der Strafbefehl. Dort heißt es zunächst allgemein, er sei angeklagt, ein Verbrechen der Aggression, § 13 des Völkerstrafgesetzbuches, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung gebilligt zu haben. Der verantwortliche Richter Pollmann am Amtsgericht, der allem Anschein nach uneingeschränkter Argumentation der Staatsanwalt folgte, zitiert dann in dem Schreiben den Auszug aus Bückers Rede, welcher laut der hauptstädtischen Justiz eine Zustimmung zum völkerrechtswidrigen Überfall Russland auf die Ukraine impliziere. Der vom Gericht zitierte Redeausschnitt, auf dessen Grundlage die rechtskräftige Verurteilung zur Geldstrafe von 2000 Euro oder ersatzweise 40 Tage Haft plus Übernahme der Verfahrenskosten beruht, lautet, und ich will das nochmal wirklich vorlesen, das ist, wird beanstandet, davor wurde der Herr Bücker bestraft. Mir ist unbegreiflich, dass die deutsche Politik wieder dieselben russophoben Ideologien unterstützt, auf deren Basis das Deutsche Reich 1941 willige Helfer vorfand, mit denen man eng kooperierte und gemeinsam mordete. Alle anständigen Deutschen sollten vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, der Geschichte von Millionen ermordeter Juden und Abermillionen ermordeter sowjetischer Bürger im Zweiten Weltkrieg, jegliche Zusammenarbeit mit diesen Kräften in der Ukraine zurückweisen. Auch die von diesen Kräften in der Ukraine ausgehende Kriegsrhetorik müssen wir vehement zurückweisen. Nie wieder
dürfen wir als Deutsche an einem Krieg gegen Russland in irgendeiner Form beteiligt sein. Wir müssen uns zusammenschließen und uns diesem Irrsinn gemeinsam entgegenstellen. Wir müssen offen und ehrlich versuchen, die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen und warum die überwiegende Mehrheit der Menschen in Russland ihre Regierung und ihren Präsidenten darin unterstützen. Ich finde, es sind schon richtige Fragen, die da gestellt werden. Ich persönlich will und kann die Sichtweise in Russland und die des russischen Präsidenten Wladimir Putin sehr gut nachvollziehen. Ich hege kein Misstrauen gegen Russland, denn der Verzicht auf Rache gegen Deutsche und Deutschland bestimmte seit 1945 die sowjetische und danach auch die russische Politik. Zitat Ende. Nur nochmal, es ist ein Zitat aus der Rede von Herrn Bücker am 22. Juni 2022. Und jetzt kommt die Begründung. Richtige Begründung verweist auf psychisches Klima in der Bevölkerung. Ihre Rede hat, wie Sie jedenfalls billigen in Kauf nahmen, angesichts der erheblichen Konsequenzen, die der Krieg auch für Deutschland nach sich zieht, der Drohungen seitens der russischen Staatsführung konkret gegenüber Deutschland als NATO-Mitglied für den Fall der Unterstützung der Ukraine und nicht zuletzt angesichts der Präsenz hunderttausender Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern und das psychische Klima in der Bevölkerung aufzuheizen. Allein der Aufruf eines Friedens, also das war jetzt die Begründung, allein der Aufruf eines Friedensaktivisten, auch mal zu versuchen, die russische Perspektive in den Konflikt einzunehmen, Klammern die russischen Gründe für die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu verstehen, wird als Billigung eines Verbrechens der Aggression gewertet, welches das psychische Klima in der Bevölkerung aufhetze. Noch absurder erscheint allerdings der zweite Argumentationsstrang. Die Rede Bückers hätte das Potenzial, das Vertrauen in die Rechtssicherheit zu erschüttern. Also wie gesagt, ich habe die Rede hier unten nochmal verlinkt. Die läuft auf YouTube. Hier noch Zitat Nachdenkseiten. Ich wage die These, nicht die Rede des Berliner Friedensaktivisten, sondern das Urteil des Berliner Amtsgerichts hat das Potenzial, das Vertrauen in den Rechtsstaat noch weiter zu erschüttern. Da sind wir inzwischen angekommen. Also wir besinnen irgendwelche besonnenen, nachdenklichen, auch Fragen stellenden Leuten, ja, die hier wirklich mal sagen, halt stopp, lass uns das mal bitte in Ruhe anschauen und wir wollen mal auch alle Seiten betrachten und auch, was ich auch richtig finde, auch darauf hinzuweisen, dass Putin jetzt hier nicht gegen den kompletten Willen des russischen Volkes handelt, offensichtlich nach dem, was wir mitbekommen. Ja, da gibt es ja jetzt keine offenen Aufstände, die gegen den Krieg protestieren. Also das wäre mir jetzt neu. Das alles ist aber egal. Es wird null und es ist justiziabel. Ja? Du kannst sowas nicht mehr sagen. Eine vierstellige Geldstrafe, ja, kriegt man dafür, dass man aufruft, mal bitte nochmal da vielleicht ein bisschen besonnener sich das Ganze anzuschauen und da mal irgendwie mal alle mal ein bisschen runterkommen und sich das mal einfach mal anschauen, was auch bei uns in der Vergangenheit war, jedenfalls was uns erzählt wurde. Es ist ein Wahnsinn, der hier passiert und sobald es langsam, kannst du hier wirklich gar nichts mehr sagen. Ja? Da ist wirklich trans, divers, LGBTQ sowieso insgesamt, Ukraine, Russland, Energiewende, Migranten, mir fällt dazu nichts mehr ein. Liebe Leute, ich freue mich auf eure Kommentare und das ist wieder so ein Video wie fast alle, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich wirklich sage, ich habe eigentlich gar keine Zeit, aber ich will und möchte das Video jetzt machen und deswegen nehme ich mir die Zeit. Nicht, dass ich mich jetzt hier geopfert habe, aber das sind wirklich, ich will es nur deswegen sagen, ich freue mich, dass ich wirklich aus eigenem Antrieb sage, nein, das kann ich so nicht stehen lassen, ohne dass ich da irgendwie auch was dazu sagen möchte. Wer es hören möchte, ich freue mich. Und das ist, empfinde ich für mich als gutes Zeichen, dass ich da nicht irgendwie mittlerweile abwinke oder nur noch mit den Schultern zucke, wie es so viele Leute machen, die das nicht interessiert oder die denken, das betrifft mich nicht. Mal schauen, ob es euch betrifft. Da sind wir mal gespannt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und abonnieren, teilen, liken, kommentieren in der Beschreibung. Und wenn ihr denkt, nee, der Kanal bringt mir was, dann könnt ihr auch mal finanziell unterstützen. Ko-fi, Bitcoin, Stripe und deutsche Bankverbindung.
in der Beschreibung. Danke euch, liebe Leute. Macht es gut. Servus miteinander. Wahnsinn, oder?